Hallo Brautpaare. Seid ihr auf der Suche nach einem adäquaten Hochzeitsfotografen, der den Tag eures Lebens vernünftig ablichtet? Aber irgendwie habt ihr das Gefühl, vielleicht reicht ein Fotograf dafür nicht aus? Genau, vielleicht braucht ihr genau zwei Hochzeitsfotografen, die in diesem Outfit, welches wir hier tragen, euren Tag der Tage ablichten werden. Aber warum denn zwei Fotografen? Die Antwort ist relativ einfach, denke ich einfach mal, weil bei so einem großen Fest mit ganz viel Emotionen, mit ganz vielen Momenten, die man für die Ewigkeit gebannt haben möchte, wird es, selbst wir werden es alleine nicht schaffen, alle Momente werden wir nur als ein Mensch, als ein Fotograf da, adäquat einzufangen. Oder man sagt ja immer so, vier Augen sind mehr als zwei, genauso verhält sich das mit Fotoapparaten. Zum Beispiel, wie fängt eine Hochzeit normalerweise an? Der Bräutigam steht vorne am Altar, wartet auf die Braut, die üblicherweise durch das Portal reingeführt wird von dem Pfarrer oder selbst reinkommt. Und dann hat der Fotograf, wenn er alleine vor Ort ist, nur die Option, entweder steht er... Eine echte Entscheidungsproblem. Genau, entweder steht er vorne oder hinten. Was Mike jetzt gerade sehr schön skizziert hat, sind zwei Blickwinkel. Man könnte einmal dem Bräutigam und dem Pfarrer über die Schulter in Richtung des Gesichts Emotionen der Braut fotografieren, aber gleiches... Andersrum. Genau, das heißt, der zweite Fotograf würde hinter der Braut stehen und in das Gesicht des Bräutigams fotografieren. Wir möchten jetzt auch gar nicht alles nachher auftun, sondern euch einfach nur mal die Idee geben, warum ein zweiter Fotograf durchaus Sinn ergibt. Getting ready ist auch ein Thema, worüber man nachdenken muss. Üblicherweise lassen sich ja lieber die Damen von der Hochzeit beim Getting Ready fotografieren, aber ich habe auch schon den einen oder anderen Mann abgelichtet. Und das ist schade, wenn man dann nur das Getting Ready der Braut hat, weil beim Bräutigam entstehen auch sehr viele sehr emotionale Bilder. Weil wir sind ja wirklich alte Romantiker und wir gehen immer davon aus, dass eine Hochzeit nur einmal stattfindet. Da möchte man halt den ganzen Tag für die Ewigkeit abgelichtet haben. Ja. Wenn ihr euch vorstellen könnt, von uns beiden Fotos zu bekommen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bucht. Ihr habt jetzt schon einen kleinen Voreindruck, wie wir so sind. Was für Fotos wir machen, kann man auf unseren Homepages sehen. Wir würden uns freuen, wenn wir eure Hochzeit ablichten dürften. Bis dahin. Tschüss.